Kommst du mit den Sonnenaufgang ansehen? Na klar, Yakari. Oh, hast du Kleiner Dachs auch gefragt, ob er mitkommt? Oh, du bist schon wach? Ist was nicht in Ordnung? Ich schlafe die letzten Tage nur sehr schlecht. Ich habe jetzt seit Tagen immer denselben Traum. Mein Opa, den ich nie kennengelernt habe, kommt mich andauernd besuchen. Sohn meines Sohnes, ich habe an einem besonderen Ort etwas sehr Wertvolles für dich hinterlassen. Finde es. Dadurch wirst du einst ein großer, weiser Jäger. Ein großer, weiser Jäger. Finde das Büffelhorn und die sprechenden Steine. Und das verborgene Objekt soll dir gehören. Wenn ich das wertvolle Dings finden würde, dann könnte ich vielleicht wieder ruhig schlafen. Doch wie soll ich das machen? Gehen wir zu Stiller Fels, der weiß sicher Rat. Stimmt. Hey, aber unser Ausflug, Yakari. Für uns Sioux sind die Träume alles andere als wirre Schatten der Nacht. Aus den Träumen entsteht Weisheit. Kannst du dich ja noch mehr erinnern? Nein, an nichts. Sprechende Steine und Büffelhorn konnte ich hören. Nun also, Büffelhorn nennt man die große Felswand, vor der sich die Bisons jedes Jahr versammeln. Ich kenne diesen Ort, kleiner Dachs. Ich werde dich begleiten. Die große Felswand. Da finden wir, was dein Vorfahre dir hinterlassen hat. Und du wirst ein weiser Jäger. Ja! Ich mach das schon, Yakari. Was wird das denn? Du galoppierst los, ohne den Weg zu kennen? Oh. Passt ja auf. Die Bisons halten euch vielleicht für Jäger. Oh. Ist das die große Felswand? Mein Vater sagt, dass sich die Bisons hier schon immer versammeln. Vor ihrer großen Wanderung. So viele Hörner. In meinem Traum war es nur eins. Welches ist jetzt das Büffelhorn? Sieh mal da, das ist es. Das ist das Büffelhorn. Um dahin zu kommen, müssen wir durch die Herde. Ja! Nicht! Lass das sein, kleiner Dachs! Wer als Erster am Büffelhorn ist! Ja! Ja! Aua! Na, kommst du klar? Ja, natürlich! Komm, wer als Erster da ist! Wir kommen in Frieden. Dürfen wir euer Gebiet durchqueren? Du sprichst unsere Sprache und du bittest uns um Erlaubnis? Ja, kleiner Mensch, natürlich. Ihr dürft in Frieden gehen. Du hast gewonnen, Yakari, aber... Wie hast du es geschafft, dass sie uns nichts tun? Ich renne nicht einfach blind drauf los und respektiere immer die Tiere in ihrem Revier. Ich erinnere mich an was. Ich war im Traum schon hier. Da bin ich raufgeklettert. Dann also los. Auf geht's. Wer von uns am besten klettert? Ja. Warte, mach nicht so schnell. Dir geht die Kraft aus. Wir wissen noch nicht, was wir suchen. Ich weiß einen anderen Weg. Der hier ist zu unsicher. Oh, hätte ich nur auf Yakari gehört. Hey, ich wäre fast runtergefallen eben. Mach das nie wieder. Was? Wie kann es denn sein, dass ich dich verstehe? Die Gabe hat mir mein Totemtier großer Adler geschenkt. Aber was tust du hier, kleiner Mensch? Ich suche hier nach etwas. Du scheinst aber nicht zu wissen, was. Willst du vielleicht ein paar Pilze? Nein, danke.
Sag, Streifenhörnchen, ist dir zufällig irgendetwas Seltsames an dieser Felswand aufgefallen? Abgesehen von zwei so Tollpatschen, die klettern wie Schildkröten? Nein. Lass mich nachdenken. Natürlich, etwas weiter hoch. Aber ich kann dir das im Moment nicht zeigen. Nicht, Streifenhörnchen, warte. Es sei denn, du versprichst mir, mich danach auf einen Ausflug mitzunehmen. Los, komm mit. Haha, geschafft. Hier, kleiner Mensch, siehst du? Lass nur, ich mach das. Haha, ich hab gewonnen. Ja, und ich hab was gefunden. Ja. Oh. Können alle Menschen die Sprache der Tiere sprechen? Nein, Streifenhörnchen, nur ich. Und keiner weiß das. Was sagst du? Das sind sicher diese sprechenden Steine. Ich verstehe immer noch nicht, was mein Großvater mir eigentlich sagen wollte. Du musst dir wahrscheinlich das verborgene Objekt erst verdienen. Könnte ich nicht mal mitreiten? Ich saß noch nie auf einem Pferd. Jetzt nicht. Wie? Was soll das Geflüster? Ich meinte, wir sollten die Steine Stiller Fels zeigen. Er könnte ihre Bedeutung kennen. Es war keine gute Idee, uns zu begleiten, Streifenhörnchen. Streifenhörnchen? Hä? Oh, es ist weg. Nein, Yakari, es ist nicht weg. Yakari, sag deinem kleinen Pferdchen, es soll mal galoppieren. Bitte! Meinetwegen. Wer als erster im Dorf ist, kleiner Dachs? Hey! Du warst wieder einmal der Schnellere, kleiner Donner, aber ich fordere Revanche. Sehr gern, Blitz. Die Steine sprechen eine Sprache, die ich nicht verstehe. Ich kenne diese Zeichen. Ich kann dir die Nachricht übersetzen, wenn wir die Steine nur in die richtige Reihenfolge legen. Oh. Sie gehören alle zusammen. Doch es fehlt noch ein Stein. Da! Diese Steine sind eine Botschaft von deinem Großvater. Er hat dir etwas von unschätzbarem Wert hinterlassen und darum sehr sicher versteckt. Mit dem Objekt wirst du ein Jäger von großer Weisheit werden. Weisheit gehört nicht unbedingt zu deinen Stärken. Aber ich erkenne doch nicht, wie du zu diesem Ort gelangst. Leider fehlt dieser Stein. Dann war das alles umsonst? Nur weil ein kleiner Stein fehlt? Also, ich verstehe ja nicht, wovon ihr da redet. Aber der kleine Anhänger da würde gut reinpassen in diese Lücke. Natürlich. Seht ihr, der fehlende Stein ist hier. Was? Der Anhänger? Den trage ich schon, seit ich denken kann. Meine Eltern haben ihn mir geschenkt, da war ich ganz klein. Er passt genau hinein. Aber es ist keine Zeichnung zu sehen. Lasst mich was versuchen. Diese Zeichnung ist ein Symbol für die Eiche der Vorfahren. Wir alle kennen diesen heiligen Baum. Sogar einen Blitzschlag hat er überstanden. Und dort hat mein Opa was für mich versteckt? Sie ist einen Tagesritt von hier. Begleitest du mich, Yakari? Ja, natürlich. Der Weg zur Eiche der Vorfahren ist aber nicht ungefährlich. Macht nichts, wir werden sehr vorsichtig sein. Anscheinend wirken die Steine schon. So besonnen, wie du das sagtest, kleiner Dachs. Ich hatte dich gar nicht bemerkt und dachte, du wärst schon weg. Entschuldige, Streifenhörnchen. Träum ich? Hier will ich bleiben. Und ihr könnt mich hier so oft besuchen, wie ihr wollt. Einverstanden, Streifenhörnchen. Mach's gut. Ihr auch. Kleiner Dachs hat einen anderen Weg genommen.
Er ist uns ein ganzes Stück voraus. Los, wir müssen ihn einholen. Ich zähle auf dich. Ja, Kari! Ich komme! Kleiner Dachs? Es stimmt, ich muss mir das Objekt erst verdienen. Willst du schon wieder einen Wettlauf? Nein, diesmal nicht. Dieser Weg ist mir einfach viel zu gefährlich. Wir finden einen, der sicherer ist. Du überlegst ja zuerst, bevor du handelst. Das verborgene Objekt wartet schon lange auf mich. Bringen wir uns nicht unnütz in Gefahr. Oh. Oh. Hier lang, Yakari, da ist ein kleiner Pfad. Danke, kleiner Dachs. Deine Vernunft hat uns gerettet. Oh, sieh dir das an. Einzigartig. Der Bogen deines Opas. Er war der größte Jäger der Sioux. Ich weiß nicht, ob er den größten Jäger aus mir macht, aber ich werde alles tun, um ihn in Ehren zu halten. Du bist seiner sicher würdig und er wird dich zur Weisheit führen, kleiner Dachs. Ich freue mich für dich, mein Freund.